Hörst du manchmal auf deinem Detektor dieses Geräusch? Das nennt sich EMI, elektromagnetische Interferenzen, und sind letztendlich Frequenzen, die durch die Gegend sausen und auf das Magnetfeld deines Detektors stoßen. Wie du davor wegkommst und was du unternehmen kannst, erkläre ich dir fix. Die erste Möglichkeit ist der sogenannte Frequenzscan oder Umgebungsscan. Ein Legend oder ein DO2 zum Beispiel haben die Möglichkeit, Frequenzen auszusortieren. Liegt daran, dass sie eine sogenannte Multifrequenz besitzen, die also mehrere Frequenzen nutzt, und dann kann man ein paar wegfiltern. Sollte dein Gerät keinen Umgebungsscan haben, nicht verzagen, Stefan fragen, denn eventuell kannst du ja deine Frequenzen einzeln verstellen, wie zum Beispiel beim Apex oder beim ORX oder beim Deus 1. Das heißt, du merkst, okay, eine Frequenz kommt rein, EMI ist da und ich muss davor weg, also änderst du einfach die Frequenz. Von zum Beispiel 15 auf 17 kHz oder auf 13. Solltest du ein Gerät mit nur einer Frequenz haben, wo du also weder einen Scan noch die Frequenz ändern kannst, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die Sensibilität runternehmen oder den Ort wechseln. Däumchen hoch, Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Tipp.